Hallo und herzlich willkommen zum OMSI 2 Tutorial Folge 2. Toll, ja. Gut, heute soll es darum gehen, sich mal mit den Funktionalitäten des Editors auseinanderzusetzen. Ja. Am besten ist, wir starten den mal über unsere Verknüpfung. Was macht Steam hier? Nix, okay. Ja, ich bin gerade im Offline-Modus. Den kann man übrigens erreichen über Steam und dann offline gehen. Bei mir steht gerade da online gehen, weil ich im Offline-Modus bin. Und ja, übrigens hier links noch die ganze Spielliste, falls das irgendjemand interessiert hätte. Und ja, haben wir die Zeit auch rumgebracht, hier unsere Map gleich zu laden mit unserem Epilepsie-Mauszeiger. Ich hoffe, der wird auch gut aufgenommen. Ja, und was mich gerade noch zu dem Punkt bringt, wenn wir gerade beim Thema Epilepsie-Mauszeiger sind, wir möchten mal kurz drüber nachdenken, das geht übrigens so schneller, zum Thema Backups, heißt also Backups. Wir nehmen unsere Map Dünnschiss und kopieren die in den Ordner OMSI Backup. Hier sieht man schon ganz viel, ganz viel. So, das nennen wir natürlich am besten noch um OMSI Tut 1. So, sehr schön, freut mich. Da können wir jetzt losmachen. Und zwar, zum einen soll es hier erstmal noch weiter die grobe Richtung des Tutorials zu bestimmen, darum gehen, zum einen den Editor zu erklären und zum anderen wurde ich gefragt, wie man denn bestimmte Motive umsetzt. Zum Beispiel der Trainer 1 heißt er, glaube ich. Der hat gefragt, ja, ich kann ja keine Plattenbausiedlung, Wald und sowas oder allgemein generell nicht ganz so gut umsetzen und ja, deswegen kann ich da natürlich ein paar Tipps geben. Das soll aber nach der Funktionalität des Editors kommen. Also erstmal. Ja, so sieht's aus. Kennt man schon das meiste. Hier rechts haben wir jetzt in moderner Aufmachung, nicht mehr so Windows 98 Design, haben wir jetzt hier unsere Karren oder Reiter besser gesagt. Und darunter ein bisschen schwarzer Bildschirm. Sieht immer ganz cool aus, wenn da schwarzer Bildschirm ist. Kennt man ja. So, da natürlich wieder das Normale. Hier übrigens mit den schönen Nachladern. Wer hat sich den Scheiß einfallen lassen? So, das kann sein, dass ich manchmal etwas aggressiv reagiere, weil mich so ein Scheiß einfach nur ankotzt. Ja. So, Create New Tile hier. Muss erstmal geladen werden. Es muss geladen werden! Sorry. So, Delete this Tile funktioniert natürlich, wie man es gewohnt ist, immer noch nicht. Yeah. Drunter Lightmap kreieren, haben wir es noch nicht, kennt man aber trotzdem. Adwater sollte man auch kennen. Dann den Arial Download, den zeige ich jetzt nicht, weil ich da mich nicht drum gekümmert habe. Genauso wie ich, nicht wie dem DEM. Das Background Image, das entfällt ja dadurch. Und ansonsten hier Create Roadmap und Find Zero Splines macht ja noch keinen Sinn, weil wir ja noch keine Zero Splines oder eine Roadmap haben wollen, können, sollen, dürfen. Das heißt, war schon jetzt der erste Punkt. Das Convert into X Terrain, da kann man wahrscheinlich das Terrain nach Blender oder was man auch immer für ein Programm nutzt, konvertieren. Übrigens, ich nutze nicht Blender, ich hasse Blender wie die Pest und deswegen bitte keine Anfragen. So, das war es eigentlich schon mit dem Reiterteil, also viel ist dazu nicht. Geht's weiter mit Thema Objects. Objects kennt man noch. Hier kann man die bei uns nicht vorhandenen Objekte auswählen. Hier stehen die in Baumstruktur aufgezählten Objekte. Und da haben wir gleich erstmal die große Ehre, uns aufzuregen! So, Load Directory. Wir möchten jetzt zum Beispiel einen Kleingarten haben. Wo vermutet man den Kleingarten? Gehen wir mal auf Load Directory, landen bei Splines Marcel. Also ich zumindest, bei euch kann das woanders sein. So, hier habe ich schon ein bisschen was rüber kopiert, ist ja total egal. Aber was haben wir hier? Buildings MC, ja, wo kann man das jetzt finden? Wird das so geschrieben? Ja, es wird so geschrieben. So, dann gehen wir mal auf arbor6pack.sco und ja. Ah, da haben wir es ja.
Das heißt also, alles, was so mit Bäumen zu tun hat, ist bei Trees MC. Kann man jetzt übrigens sich schon merken. Heißt also, man bekommt hier die Arbors, man bekommt die Shrubbery Box und natürlich nicht zuletzt die Bäume. Das, was man ja eigentlich wollte. Was natürlich jetzt auf die Schnelle fehlt, ist der Backdrop. Jetzt fragt mich aber nicht, wo der Backdrop ist. Das heißt, man muss wieder suchen. Ist. Was? Ich muss dazu sagen, ich habe persönlich in OMSI 1 wenig Scenery Objects und so, eigentlich nur Scenery Objects, was ja dafür ausschlaggebend ist, verwaltet. Das heißt, die Ladezeiten für Load All waren sehr gering. Wer sich natürlich mit aller möglichen Scheiße seinen Scenery Objects Ordner zuknallt, dem ist natürlich dann auch nicht geholfen dadurch. So, das kann zum Beispiel dadurch sein, dass solche geistigen Tiefflieger wie der Erbauer von Stettin alle Sachen kopieren und nochmal neu einfügen, was gar nicht nötig wäre, weil der Typ einfach nur dumm ist. Oder aber andere Objektbauer, die haben denselben Quark auch gemacht, wo ich ja mich ja auch wieder drüber aufregen könnte, aber naja, ist nicht gut für den Blutdruck. So. Heißt also, für manche Leute wird Load Directory ganz cool sein. Für mich ist es nicht ganz so cool, weil ich jetzt natürlich will noch ein paar Gebäude haben. Ne, Gebäude. Nein. Jetzt muss ich wieder navigieren. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Also, man suche mal bitte schön um sie. Ja, ich hab's gefunden. So, ach, ich möchte Buildings MC haben. So. Ja, was macht ihr heute noch so? Ich tue übrigens gerade was downloaden. Das dauert ein bisschen länger, weil es ist ein Gigabyte und der Server macht gerade entweder schlapp bei denen oder so. Auf jeden Fall ziehe ich nur mit 100 KB die Sekunde. Nebenbei kann ich noch drei YouTube-Videos auf HD laufen lassen, aber das ist ja total egal. Ich ziehe mit 100 KB die Sekunde. Ja, sonst ist jetzt auch ja. So, oh, na, ja, also ich wollte eigentlich heute noch eine Runde Battlefield spielen. Eigentlich auch noch Half-Life, weil ich wollte ja eigentlich eher fertig sein, ne? Nein, Quark. Also es hat sich jetzt schon geladen. Problem ist wiederum die Bezeichner der Ordner. Das heißt, wir gehen mal wieder auf Load Directory und müssen jetzt natürlich noch Buildings für Rüdiger mit einbinden. So, heißt also, wir müssen nochmal laden. Und außerdem wird es hier nicht angezeigt, wenn er fertig ist, außer dass er hier was neu repainted wird. Das ist in einem Bruchteil der Sekunde neu repainted. Also man erkennt das sofort nicht. Und ich zische schon wieder bei den S-Lauten. Das ist ganz fatal. Ja. So. Das heißt, Load Directory, wie gesagt, man braucht eine Weile. Ich würde sagen, man braucht sogar noch länger. Aber nun genug rumgemault. Wir gehen auf Buildings. Es gibt natürlich neue Objekte, wenn man hier bei Residential Small. Small ist jetzt zum Beispiel die vom Gärtnereiring, die Gebäude hier. Random gibt es natürlich auch noch und die Map sieht schon so schön aus. Ach, ist das nicht überhaupt nicht 0815? So. Also, das kennt man natürlich noch mit N ein neues Objekt hinzufügen. Ja. Mit G das Objekt verschieben, dann natürlich noch mit R rotieren, was ich niemandem empfehlen würde, weil das ja natürlich hier scheiße ist. Gedöns. Würde ich, wie gesagt, keinem großartig empfehlen. Ich rotiere lieber auf ganze Werte, gerade bei Häusern und sowas, wenn die dann so, ich bin Grobmotoriker. So. Ach, nimm's doch an, Dankeschön. Immer komme ich bei 92 raus, ist ja schwierig. So. Da hat sich nicht viel geändert. Es gibt halt nur viele neue Objekte, die man sich erstmal anschauen sollte und schauen sollte, wo kann man die sinnvoll einsetzen, in welche Kategorie kann man das setzen. Aber dazu noch später in anderen Videos. So, jetzt sieht das hier noch ganz klasse aus. Gut. Wir können hier natürlich die X-Koordinate verändern, die Y-Koordinate verändern, die Z-Koordinate verändern. Das macht man ja, wenn man hier auf G drückt, kann man ja die ganzen Koordinaten verändern, beziehungsweise wenn man unter Umständen ein bisschen mit herangearbeitet hat, dann kann man natürlich auch die Z-Achse, also den Z-Wert über das Verschieben mit G verändern. Ansonsten kann man natürlich auch eingeben 5. Jetzt schwebt das Haus in der Luft. Yay. Dann löschen wir das. Übrigens, was man immer noch nicht gefixt hat, ist, man muss ja die Werte mit der Backspace-Taste verändern.
Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich möchte jetzt daraus, also ich habe jetzt hier 50. So, und möchte jetzt aber den Wert entfernen und eine 6 eingeben. Oh, jetzt habe ich das ganze Objekt entfernt. Das heißt, es wird nicht unterschieden, also immer noch nicht unterschieden, finde ich ein bisschen sinnlos, zwischen dem Menü, was man auf der rechten Seite hat, und hier links der 3D-Ansicht. Schade. Dann nehmen wir uns halt ein anderes Objekt. Rotieren kann man das immer noch schön. Man kann jetzt aber auch mit Pitch, gemein Pitch. Jetzt dreht man das um diese Achse. Bei Häusern natürlich relativ hässlich, gerade wenn man noch sinnloserweise dieses Polygon hier hat. Ich frage mich, wieso die dieses Polygon vergessen haben. Ach, Marcel, was hast du getan? Das sind, glaube ich, Häuser von Marcel. So, und mit Bang kann man noch wieder was Schönes machen. So. Heißt also, wir müssten uns jetzt mal Eichen auf oben. Ungefähr so ist von oben. Jetzt geben wir einen bei Pitch. Ist Pitch also die X-Achse? Also es dreht sich um die X-Achse. Das heißt also dann, Bank, es dreht sich um die Y-Achse. Hoffentlich gut verständlich. Heißt also, wenn man Autos hochsetzt, dann, das können wir später noch machen, da können wir dann ausprobieren. So, ansonsten natürlich hier noch Attach to Object kennt man noch. Attach Point Number kann man jetzt hier auch einstellen, da muss man nicht durchschalten. To Spline kennt man auch noch. Distance Rate, also ist es nicht neu. Dieses Tangential to Spline würde ich erstmal rauslassen, genauso wie Align Terrain. Das kann man sich noch, also das muss ich mir selber noch mal anschauen. Kann dazu noch nicht sagen. Auto Rotate All kennt man noch und Parent To kennt man auch noch. Da hat sich nichts geändert. So, jetzt können wir mal zu den Splines gehen. Das waren natürlich nicht die Splines, natürlich muss man aufpassen. Hier hat man ja zwei Reiter-Tabellen. Man hätte natürlich sinnvollerweise hier noch den Platz nach unten nehmen können. Problem ist natürlich aber, das wurde hier hart gecodet, die Größe dieses Objekts, weil man ist, das ist vielleicht ja 768 hoch oder sowas. Kann sein, muss nicht. Für die Leute, die halt so einen kleinen Monitor haben, gibt es immer noch Leute. Kann man jetzt nicht sagen. So. Hier haben wir natürlich immer nur noch den normalen Load-Befehl. Damit laden wir uns einen lustigen Spline rein. Was haben wir hier? Einen Gehweg. Ach, den kennen wir schon. Hier mal ohne Fahrradstreifen. Ist auch ganz lustig und auch ganz praktisch. So. Jetzt haben wir eine schöne neue Funktion. Die sehen wir gleich hier drunter. Nennt sich Split. Das heißt, wir klicken den Spline an, klicken auf Split. Und dann haben wir hier so ein lustiges Symbolchen. Damit gehen wir einfach ungefähr in die Mitte. Ist natürlich so, dass man das jetzt nicht genau abmessen kann. Das heißt, zack, und schon haben wir zwei Splines. Ich habe es schon mal, also immer, ich verwende es selten. Auch wie man sieht, ist hier die Texturierung gerade etwas für die Tonne, weil das nicht ganz bündig abschließt. Aber ich habe es auch schon mal verwendet. Und zwar, wenn man eine Steigung hat und ich habe dann einfach die Steigung genommen, parallel zu der Schiene. Und das dann zerhackt, damit ich dann halt immer noch die Werte übernehmen kann, nicht wieder neu einstellen muss, damit ich halt nicht so eine Hügellandschaft habe, sondern einen schönen Bahnsteig, der sich halt ja dem Objekt, also dem Spline anfügt. So. Gut. Logischerweise, das ist der, genau dort, wo man Z einstellen kann, man natürlich auch Z einstellen. Also, das kennt man noch. Rotation kennt man natürlich auch noch hier mit 34. Ja, ist nichts Neues. Start Skew. Ich frage mich immer noch, wie das ausspricht, ob man Skew ausspricht oder sowas. Da müsste man mal Google Translator fragen. Da kann er mittlerweile auch schon englische Aussprache. Fragt sich nur, wie gut. Und ja. Jetzt natürlich die Frage, was ist Skew? Und zwar klicken wir das mal an. Gehen auf 1. Man stelle fest, es ist einfach mal das Abgehacken. Abhacken, abgehacken. Hier sieht man natürlich jetzt auch noch, der Pfad wird natürlich so angepasst. Finde ich ganz cool. So, Splines, wieder zurück. So, das gibt es natürlich noch für End. So, jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn da hier sinnvoll? Und zwar erstmal zur Berechnung der Werte. Das wird über den Tangens berechnet hier alles. Das heißt, bei 45 Grad abschneiden ist 1. Das wird dann halt über den Tangens berechnet. Also zwischen 0 und 1 sind dann so Werte wie 0,707. Das sind 30 Grad. Ist das nicht toll zu merken? Ja, toll, ne?
Heißt also, wenn wir jetzt 2 eingeben, sieht das so aus. Das wird alles über einen Tangens berechnet, der Winkel. Ist jetzt nicht großartig schwierig. Die Frage ist, wozu brauche ich das im Endeffekt? Muss ja sagen, dass ich bisher nur 10, 20 Stunden mit dem Editor gearbeitet habe. Das heißt, so weit bin ich auch wieder nicht. Aber ja, kann man natürlich nicht machen. Also, vielleicht fällt einem ja eine sinnvolle Sache dazu ein. Natürlich gibt es dann auch wieder Radius 20 Meter und dazu einen Winkel. Ja, schön. So, jetzt haben wir einen Zero-Spline, das ist natürlich nicht ganz so prickelnd, deswegen. Yep. So. Dann haben wir wieder den Gradient und da können wir noch kurz was feststellen, was neu ist. Und zwar gehen wir auf 20. 20, 20. Gradient Start ist 0, das ist ganz positiv. Gradient End ist 0, auch ganz positiv. Und zwar gehen wir jetzt auf Delta H, das hat bei 0. Okay, 5. Yay, jetzt haben wir so eine Achterbahn-Spline hier. Ist aber natürlich ganz sinnvoll. Aus dem einfachen Grund, dass einfach nur eine Differenz überwunden wird. Das heißt, wir können zum Beispiel eingeben 1 und dazu das hier verändern. Das heißt, automatisch wird da natürlich, das sieht man jetzt nicht ganz, na, doch so langsam sieht man es, der Punkt ist irgendwo hier vorne. Da wurde es einfach verschoben. Der Punkt, wo diese 5, also nee, gerade sind 1 Meter erreicht sind. Heißt also, es ist wieder am Ende logischerweise abfallend. Und so kann man halt lustige Sachen erstellen, was man halt aus einem Spline, aus 2 Splines vorher gemacht hat, kann man jetzt aus einem Spline machen. Finde ich ganz sinnvoll, das spart logischerweise Arbeit. So, übrigens, jetzt hat man natürlich noch das gesehen. Ja. Und zwar sieht man jetzt hier, dass der Endpunkt auf die Höhe 0 zurückverschoben wurde. Das heißt, man muss das Delta H wieder ausmachen. Und da haben wir auch schon unseren Spline wieder, wie man es kennt, in den Boden versunken. Wollen wir gar nicht. So, can't start. Kennt man natürlich jetzt vielleicht auch schon, was das bedeuten soll. So. Machen wir ein bisschen ja, was Sinnvolles rein, was man auch sieht. Okay, so, das heißt, man kann es jetzt genauso wie bei den anderen Objekten, bei den Scenery Objects, kann man jetzt den Spline auf die Seite legen. Finde ich immer ganz cool, weil wir haben jetzt dadurch Kurvenüberhöhung. Vorher hat man Kurvenüberhöhung halt so mit lustigen Sachen gemacht, indem man einfach bergab und eine Kurve gelegt hat. Damit ging auch Kurvenüberhöhung, weil er sich so berechnet, der Tangens. Jetzt geht das auch automatisch. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Steilkurve machen möchten, nein, das war natürlich falsch. Nee. So, jetzt haben wir eine Steilkurve für Fußgänger. Also ich finde auch immer, das ist dann halt wie bei auf der Laufbahn, dass man halt in der Schräge rennt. Klar, das ist logisch. Kennt jeder. So. Das Ganze natürlich noch gespiegelt. Kennt auch jeder, ist natürlich nicht gerade so sinnvoll zu sehen. Und jetzt kommt natürlich noch ein wichtiger Punkt. Oh, das war natürlich Länge 0, das war sinnlos. Das wollte ich nicht. Und zwar, wir haben ja das Align Terrain, wie man ins Terrain schneidet. Jetzt suchen wir uns mal Railbox Cut. So. Datei ist übrigens 6 Meter breit für Leute, die da halt Wert drauf legen. So, dann machen wir jetzt mal 100. Zack. Und schneiden das mal ins Terrain. Frag mich nicht, was TH bedeutet. Dazu braucht man dann wirklich die Beschreibung. Weil, jetzt können wir mal durchklicken. Yes, no TH. Passiert natürlich gar nichts. Man muss erst speichern. Save Changes. So, jetzt haben wir hier schön reingeschnitten. Das funktioniert sehr gut, finde ich. Einzige, was natürlich dann nicht ganz so prickelnd ist, ist, dass hier vorne das nicht abschließend ist. Aber das ist ja bei einem Spline normalerweise so. Das heißt, da muss man noch ein paar Objekte reinlegen. Aber das kann man mittlerweile ja ganz gut. So, jetzt nehmen wir uns hier unsere Rail. Übrigens, man nimmt dazu die vom Rüdiger.
Und zwar gibt es neue Schienen und deswegen habe ich immer gesagt, wartet mich mit den Straßenbahnstrecken bis um sie 2. Und siehe da, es gibt hier das Profil S49. Das ist das normale Profil und es gibt auch nur das Profil, was jetzt hier dafür geht. Und zwar haben wir jetzt die breiten Schienen, das sieht man natürlich hier an. Witz. So, sinnlos. Idiot. Hat keiner gehört, ne? So, der berechnet das manchmal von der Höhe her falsch, aber das sind ja nur 0 mm, also ist das nicht ganz so schwierig. So, also, das ist nochmal so. Zack. Haben wir das geklärt. Und können nun, wenn wir das mal richtig ausgerichtet hätten, so. So ungefähr. Können wir mal unsere Steigung da rein basteln. Machen wir auch mal 100 Meter und minus 10. So, jetzt fällt das also ab. Ist natürlich jetzt nicht gerade realitätsnah, aber ist ja egal. Auf jeden Fall muss man diese breite Schiene nehmen, weil ansonsten entstehen hier Löcher dazwischen und das sieht nicht ganz so prickelnd aus. Ja, das kann man hoffentlich verstehen. So, das zum Thema. Ja. Dann gibt es natürlich noch Complete 2. Erkennt man jetzt auch schon. Ich habe jetzt gerade, bin es gerade zu voll, ein Beispiel zu machen. Übrigens jetzt noch was zum Thema Align Terrain. 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 Wie auch immer das ausgesprochen wird. Wir nehmen uns mal wieder so ein lustiges Line hier, machen das genauso, ne? Minus 10, jetzt geht das natürlich eindeutig da rein. Jetzt gehen wir aber auch hier auf das Speichern. Und das Problem ist, wenn wir das jetzt hier so machen, deswegen würde ich davon persönlich gesehen abraten, dann haben wir hier ein kaputtes Terrain. Man sieht vielleicht jetzt hier, dass das nicht ordentlich gespalten wird und somit haben wir jetzt hier unten ein paar Kanten drinne, die sehen unschön aus. Hier ist halt noch so ein, wie man jetzt hier sieht, so eine Spitze drinne. Das ist halt das Terrain ein bisschen niedriger ist. Das ist nicht ganz so prickelnd. Deswegen würde ich davon abraten, das mit solchen Sachen zu machen. Sondern, zack. Ja, ganz einfach das dann hier. Das heißt aber halt, man muss jedes Mal neu speichern, damit das auch im Endeffekt wieder aktiviert wird. Ist ein bisschen mühselig. Ich frage mich persönlich auch, warum. Gibt bei mir keinen erkennbaren Grund. So, jetzt haben wir natürlich noch eine Sache, die wir nicht geklärt haben. Und Zeba! Tunnel, Witz, 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 Witz. Hier ist die normal. Railwood Concrete. So, jetzt sehen wir hier. Vorher hat das ja immer schön gesnappt. Der erkennt das natürlich auch an diesem roten Zylinder da zu erkennen, aber. Heißt, das, was ich jetzt gemacht habe, war die Steuerungstaste gedrückt. Damit snappt das wieder ran. Das hat natürlich auch niemand erklärt. Ich habe da vorgestanden, dass man gedacht, Alter, was ist denn weiterhin verkehrt? Und habe auch sehr viel angepasst. Ich Idiot, bis mir irgendjemand erklärt hat, hier, du kannst auch mit einer Steuerungstaste machen. Ich finde das halt zum Kotzen, dass M&R sich da wenig drum. Also es erscheint so, dass sich da M&R wenig drum kümmert, weil davon keine Statements kommen. Es kommt zu dem Patch keine Statements. Und es kommt auch zu einem SDK oder so keine Statements, ganz einfach. Das finde ich zum Reiern, weil das einfach hier so nach dem Motto macht mal ist. Das ist einfach kein guten Service. So. Heißt also, man muss es halt erstens so hinzufügen und auch wirklich die Steuerungstaste gedrückt halten. Das heißt, wenn wir jetzt hier das machen, das erkennt er jetzt nicht, jetzt drücken wir die Steuerungstaste, zack, snap dran. Jetzt muss man auch erst klicken und dann natürlich. Ist nicht ganz so einfach und ich finde es auch doof. So, ich denke mal, das war's erstmal für dieses Tutorial. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.